Lena, bist du sehr beschäftigt? Eigentlich nicht. Ich muss dir etwas zeigen. Könntest du bei mir vorbeischauen? Bitte. Gut, in 15 Minuten bin ich bei dir. Schau mal, was ich in der Zeitung gefunden habe. Germany's Next Topmodel startet in die neue Staffel. Und sie suchen wieder Models. Aber das ist doch nichts für mich. Du sollst dir auch nicht hingehen, sondern ich. Okay, gut. Gut, dann bin ich aber froh. Lach nicht, ich meine es ernst. Na gut. Vielleicht hast du recht. Du hast ein schönes, ovales Gesicht. Einen vollen kirschroten Mund, diese kleine niedliche Nase, große blaue Augen und schöne lange Haare. Wieso also nicht? Aber in diesem grauen Sweatshirt und in dieser hässlichen Trainingshose hast du keine Chancen. Ich weiß, deswegen brauche ich ja deine Hilfe. Wir müssen etwas Schönes für mich aussuchen. Okay, zeig mir, was du hast. So, diese blaue Bluse kommt nicht in Frage. Diese grüne Bluse, diese weiße Hose, dieser graue Rock auch nicht. Diese gelbe Hose, diese rote Bluse auch nicht. Hier, probier das bitte an. Und dazu passt hier der Minirock. So. Und für den Kontrast. Da, bitteschön. Probier bitte alles an. Gut. Aber ich denke, das ist nicht mein Stil. Bequeme Kleidung ist für mich am besten. Um vor dem Fernseher zu sitzen, aber nicht um zu Heidi zu gehen. Meine Damen und Herren, gleich sehen Sie die neue Kreation von Sarah. Eine einmalige Kombination. Dieser kurze, karierte Rock passt perfekt zu der schwarzen Lederjacke. Und der helle Hut, ein hervorragender Kontrast zu dem Outfit. Ich finde, der Rock ist zu kurz und der Kontrast ist zu groß. Ach Quatsch, Kontraste sind trendy. Ich finde, das sieht doof aus. Vielleicht das hier. Schau mal, wie findest du das? Und hier, meine Damen und Herren, eine weitere geschmacklose Kombination. Das T-Shirt ist extra eine Nummer zu groß, damit sie es bequem haben kann auf dem Laufsteg. Du läufst wie eine Ente. Guck mal. So musst du das machen. Und dabei die Hand in die Hüfte, ein Fuß vor den anderen. Das muss ich mit Absatzschuhen üben. Kannst du mir deine tollen Gina-Risso-Schuhe leihen? Die sind zu elegant. Dazu musst du ein schickes Abendkleid tragen. Also was jetzt? Soll ich da barfuß hingehen? Warte mal, ich habe da eine Idee. Lass uns mal im Internet nachsehen. Dort kaufe ich immer meine Klamotten. Und das Beste ist, wir können jetzt einkaufen, obwohl es schon spät ist. Ich mag Einkäufe im Internet nicht besonders. Das weißt du doch. Ich möchte die Schuhe anfassen und anprobieren. Aber das kannst du doch auch. Wir bestellen sie und zu Hause kannst du alles in aller Ruhe anprobieren. Und wenn es dir nicht passt oder nicht gefällt, dann schicken wir diese eben einfach zurück. Welche Größe hast du? Die 39? Ja. Schau mal, die hier gefallen mir. Sie sind echt trendy, total in. Okay, ein Klick. So, nur noch die Größe eingeben. 39. Und schon sind sie im Warenkorb. Ich fange an, dieses Einkaufen im Internet zu mögen. Ist echt praktisch. Klar, sag ich doch.
Und man verliert nicht so viel Zeit, weil man nicht im Stau stehen muss und ewig einen Parkplatz suchen muss. Man muss auch nicht lange Strecken in den vollen Einkaufszentren laufen. Und das Beste ist, schau mal, ich habe hier noch eine Bonuskarte und bekomme 10% Rabatt. Hey, das ist echt super! Ich könnte mich an dieses Einkaufen gewöhnen.